So, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, ich muss was aufnehmen, ich habe davon keine Folgen mehr. Und wir gehen gleich weiter, ganz spannend im Festung. Ja, was sagst du da? Geselle, du glaubst nicht, was die Schmiede für einen Wasserverbrauch hat. Doch, glaube ich. Die 2 Liter da. Auch dieser große Bottich ist irgendwann voll und freut sich schon auf den Armgesellen, der ihn dann in die Schmiede wuchten darf. Hey, das klingt nach Spaß. Leer! Wie kann man nur so grausam mit den Gefühlen eines Abenteurers spielen? Aber echt, ey, das muss voll sein hier. Volles Scheißspiel, kann nichts klauen. Schleifer. Schwere Äxte und dergleichen gibt es an jeder Ecke. Wirklich wertvoll wird eine Waffe erst, wenn man sie mit den Runen besetzt. Die Technik ist ziemlich leicht. Jeder Schmied beherrscht sie. Können wir Schmied werden? Eine interessante Frage. Doch leider muss eine Waffe erst einmal für die Rune empfänglich gemacht werden. Und diese Kunst der Alten beherrschen nur noch wenige. Naja, und die Runen selbst müssen natürlich auch erst einmal gefunden werden. Ach, die bollern doch überall rum, ist doch klar. Warum kann ich das verschieben? Welchen tieferen Sinn hat das? Welche Weisheiten verbirgt das Spiel vor mir? Oh, die gute alte Eisenschwert ist ganz offensichtlich das Hauptprodukt des braven Handwerkers. Sieh an! So etwas verarbeitet er also auch! Im Schrank einmal Panzerplatte, aha. Schubladen sind nur noch voller Dinge, die echte Helden herzlicher sind. Bäh. Aber dasselbe. Hier können wir gar nichts anwählen. Das hängt alles in der Luft, ne? Gute alte Eisenschwert, ja, was ist das? Erfahren hast diese Eisen. Ist was? Hm? Wie? Nein, nein. Was soll sein? Ja, ja, Eisenschwert, bla bla. Hat jemand Würste dabei? Ja, Würste, da fällt mir jetzt irgendwas Versautes ein. Ich kenne Leute, die da so einem Schild nicht über den Rand lugen könnten. Ich glaube, ich spreche schon wieder. Ich kann mir gut vorstellen, dass an einem Ort wie diesen nie Mangel an Aufträgen herrscht. Ich rede schon wieder so komisch. Wie immer halt. Kühlt heißes Metall und wäscht die Füße. Ja, man sollte aufpassen, was man zuerst tut. Ich würde zu gern einmal dabei sein, wenn eine Rune eingefügt wird. Aber die Zeiten der magischen Waffen sind wohl vorbei. Quatsch nicht! Halt lieber still! Waffe schmiede ich, Rüstung verkaufe ich. Das darf sein. Schmieden. Das macht mir Spaß. Wo sind denn deine Runen, die ich der Waffe einfügen soll? Ach, muss ich alles selbst mitbringen? Was können wir denn kaufen? Holzschild, ja. Wir haben so viel Kohlen. Hartholzschild, ja. Kaufen wir uns gleich mal 10 Stück. Aber wir könnten... erstmal bis später warten, weil hier kommt bestimmt kein Gegner. Puh, 20.000 Gegner, ey. Und was kann ich da hinten mitmachen? Dass ich das wegschieben kann, irritiert mich total. Ich kann da nicht hinterlaufen, ne? Ich kann es wirklich nur in die Wand schieben. Oh, komm du fast. Ich geb's dir. Ja. Wo bleibt nur eine Ablösung? Ich warte schon seit einer Stunde auf Bernhard. Wo steckt er denn? Jammer nicht. Preise lieber dein Glück, dem Gülden noch etwas länger dienen zu dürfen. Oh ja, genau. Ja, Herr. Das ist natürlich ein Blickwinkel, der, Die Leute sind ja regelrecht darauf abgerichtet, ein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Wo steckt denn dieser Bernhard, der dich eigentlich ablösen soll? Vielleicht ist er immer noch in den Unterkünften, also im Gebäude auf dem Vorhof. Und wer soll es darum kümmern? Wir sind die Leute nur von unserer Ankunft klargekommen. Ach, ja. Ja, gar nicht. Kippt der Turm um, wenn ich das wegziehe? Hüte dich, das auszuprobieren. Wenn ich deine Worte auf die Goldwaage lege, Jungchen, wachsen wir langsam... Wachsen wir Zweifel an der Stabilität des Baus! Warum liegt das so? Bauarbeiter, ich liebe altehrwürdige Städten voller Tradition und geschichtlicher Erhabenheit, die vor undenklichen Zeiten errichtet wurden. Sie sind baufällig und stürzen ein, wenn nicht ständig etwas repariert würde. Das sorgt natürlich für eine unbegrenzte Auftragsmenge. Boah, so gesehen ist das eine schöne Sache. Und was haben wir denn da? Musik. Was singst du da für ein Lied, Spion? Ich singe von des alten Drachenkampf gegen den K
kecken Horden, die... Lass ran! Da gedachte der Bedränger zum dritten Male, der frevle Feuerdrache... Müsste der nicht kleingeschrieben werden? Egal. ...des feindlichen Ansturms, rasch auf den ruhmvollen, da er Raum ihm gab, fuhr er mit Feuergrimm, umfing den Hals ihm all, mit bitteren Bissen, das ihn blutig überspritzte, der rote Lebenssaft. Müsste der nicht wieder kleingeschrieben werden? Und mit auch? Ich deutsch nix, ne? Er entrann ihm in Wogen. Genug von diesen alten Liedern! Die Mahnung habe ich längst verinnerlicht! Plündere nichts, was ein Stärkerer macht! Das ist eine gute Idee, ja. Der Wirt zerteilt dir einen Apfel mit zwei Schnitten, zwei Birnen mit jeweils drei Schnitten und drei Pfirsiche mit jeweils vier Schnitten und legt sie darauf in den Korb. Oh nein, dein Bauch ist bei der Küche entschieden zu gefährlich. Wirte bilden sich ja so unendlich viel auf ihre Menschenkenntnis ein. Pah! Hast du in der Welt schon gesehen? Es sieht aus wie ein stinkendes Fell mit Glatze. Ah, geil. Ah, ich sprach gerade vom Glück, dem Auserwählten so nahe sein zu dürfen. Seine Faust wird er gleich nahe sein. Geil. Komisch, seit einiger Zeit geht der Wirt nur noch selten in den Keller. Dein wievielter Becher ist das, Krieger? Ich habe mich selten. Da muss ich jetzt mein Essen. Ha! Ein Ordensmann, der mir gefällt. Na komm schon, Bronn. Gönn ihm doch seinen Spaß. Ich sollte gehen, sehr schnell gehen. Du lenkst ihn einfach nur mit einem bösen Blick. Bei deinem Talent gibst du eine richtig gute Hexe ab. Ach, nein, bei mir wirkt es nicht. Kannst du mitnehmen? Leeren Trocken, ein furchtbarer Anblick. Ja, kann es nicht ändern. Komm mit Aufstück, wie viel mögen es wohl sein? Ich schätze es, vier. Moment. Apfel, zwei Birnen, sechs? Ach, Stücken! Ja, okay. Dann muss ich jetzt kurz überlegen. 2, 3 macht 8 und 4 mal macht's. Nein. Okay, Moment, dann ein Apfel mit zwei Schnitten. Moment, der macht drei Schnitte, hat er drei Teil. 6 und 8. Okay, das könnte jetzt länger dauern. Zwei Schnitten. Oder ist es doch 6? Nein. Also 6 ist schon mal definitiv nicht. Jetzt habe ich zwei Apfelstücken. Ach. Ja, klar. Man sollte auch richtig rechnen, ne? Ha, 15 Fälle für Zählensieger das Meisterauge. Yeah, yeah. Wie sieht es aus? Möchtest du einen ebenso schmackhaften wie sinnlosen Trunk? Nur ein Goldstück? Immer her damit! Ja. Zum Wohl. Yes, danke schon. Und was meinst du, dadurch nun gewonnen zu haben? Wenn du das nicht weißt, frag doch deinen Krieger, die hier sitzen! Ach, deine Krieger. Teller, Teller und Teller. Einige von uns sind sogar gestapelt. Haha. Ja, diese Stränge sind schon echte Heldenschrecken. Hey, ich war doch noch gar nicht fertig. Die landestypischen Holzteller sorgen für eine traditionelle Splittermenge im Essen. Yeah, genau was ich mir wünsch. Keine langen Umschweife! Was hast du für ein Problem, Wirt? Problem? Ich? Was soll ich in einer fabelhaft geführten Wirtschaft für ein Problem auftauchen? Ich kenne auch euch, Wirte! Ständig seid ihr auf der Suche nach Abenteurern, die eure Schwierigkeiten regeln! Und ihr bezahlt dafür recht ordentlich! Ach, daher wieder Wind! Tja, ich biete tatsächlich eine Belohnung, ein ganz besonderes Stück! Willst du es dir verdienen? Dann kümmere dich um meinen Keller! Wir haben keine Zeit für diesen Unfug! Damit wir eines gleich klarstellen! Ich bin der Erwählte! Der ganze Trupp tanzt nach meiner Pfeife! Klar? Und ich werde niemals eine leicht verdiente Belohnung aus dem Weg gehen, Freundchen! Putz schon mal die Belohnung hübsch blank! Ich bin gleich wieder da!
Ja, kein Ding, ne? Wir speichern hier erstmal, weil, ne, wir... Was tust du? Kessel plus Valtrada ist gleich heilsamer Trank. Prägt die Gleichung ein. Du wirst noch öfters auf sie stoßen. Halt, ich dulde kein Hexenwerk in der Feste des Güldenen. Ich brauche nur, von Zaubern war noch nur... Ich brauche nur, von Zaubern war noch gar keine Rede. Allerlei, Hexenwerk bleibt Hexenwerk. Heilsamer Trempel, trinke, sagst du? Die könnten ausgesprochen nützlich sein. Ach, Blödsinn. Sag das dem verbotenen Holzkopf. Ich bin schon längst von mir überzeugt. Du willst es ihr tatsächlich erlauben, Erwählter? Worüber regst du dich eigentlich auf? Sie braucht heilsame Tränke. Du sprichst heilsame Segen. Hexenpaladine, wo ist eigentlich der große Unterschied? Wie kannst du es wagen, ketzerischer Narr? Du mal der Esel, was weißt du schon? Ach, da seid ihr euch plötzlich einig. Wie? Na, das ist das letzte Mal, dass ich euch zu vermitteln versucht habe. Braun ein Kram und ansonsten will ich nichts mehr hören. Was kann ich denn brauen? Was kann ich denn brauen hier? Ja, Gegengift. Die Auswahl ist geradezu gigantisch, ja. Esk. Warum steht da Esk, wenn Esk drücken nichts bringt? Die besten Tropfen verstecken die wieder doch immer in den Kellern. Wie sieht es aus? Möchtest du dann so. Da riecht zu schwach, plötzlich. Hier. Dein aldiges Surf, da kannst du selbst auch. Weg, seid sie nicht auch noch mit Stein. Mit Steinen? Seht! Ein Steiner des Güldenen soll sich herablassen, einen Kobold zu jagen? Das zeigt mir, dass du nie mit einem dieser Flickenkerle aufnehmen musstest! Bäh! Was heißt hier bäh? Was für ein niederes Gesäff! Zu meiner Zeit haben wir es nur benutzt, um Trolle aufzulösen! Pff, Mannser Gurgelbrand! Die heutigen Trinker wissen einfach nicht mehr, was gut ist! Du vollmundig edel klugst nur ein Tropfen aus Flach. 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 Gott, ich habe ein neues Lieblingswort gefunden. Flach. Flach. Der hat ein paar Jahre ungestörte Reife vor sich, ehe ich beginne mich für ihn zu interessieren. Zapf. Ja, immer raus damit. Ja, komm schon hier. Ups. Ih, mein schöner Kleidersaum ist ganz klebrig. Ja, komm, das war... Ein Jammer um den guten Miet. Ja, es ist offensichtlich. Was? Bei Talma, ich schnüffle Honig versetzte Schwingsschädel. Ach, das sind die Spinnweben, hast du jetzt kapiert? Der Kleine da steckt in der klebrigen Lache fest. Das war einfach. Jetzt kommt das schwierige Teil, ihn töten, ne? Willkommen in meiner Flanke. Komme nichts. Dreh den Wicht den Hals um und dann lass uns verschwinden. Ich, dummer Teufel, ich bin ein Kobold. Das macht nun auch nichts mehr in deinen letzten Augenblicken. Na los, Gisolf. Warum lassen wir den Frechdach nicht einfach laufen? Der Schrecken ist Strafe genug für Schabernack. Vergehen müssen gesühnt werden. Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Lauf, du Wicht. Kobold, dummer Dickmanns! Milde mit dem Ungerecht lässt seine Bosheit nur weiter wachsen. Du hast immer alles auswendig gelernt, was man dir gezeigt hat, richtig? Jeder der Helden erhält 100 Erfahrungspunkte. Und was kriege ich, wenn ich ihn töte? Das muss ausprobiert werden. Das ist ein Rollenspiel, da muss man sowas machen. Ja, bla bla bla. Bla bla bla. Schnell, kleiner, lauf! Danke, du blumes Kind, Ding! Was tust du da, Hexe? Etwas, das dir nie in den Sinn käme, du selbstgerechtes Ekel! Hör auf zu zanken, das ist die kleine Kröte doch nicht wert! Du hörst es, Hexe! Hey, er hat den Kobold gemeint! Komm doch selber raus. Toll! Okay. Damit wäre der Kerkerskeller. Der kleine Racker ist geradewegs an mir vorbeigesaust. Vielen Dank. Hm? Ist doch was? Belohnung! Ah ja, ja. Wo habe ich noch wieder meine Gedanken? Ich glaube, ich habe das Richtige für euch. Es gab eine Zeit, da zog ich unternehmungslustig durch die Lande. Nun, ich war jung und. Ja, ja, und nun hast du einen Bauch. Soll das die Belohnung sein? Eine Geschichte von früher?
dann eben die Kurzform. Von damals sind wir noch ein Helm und ein Schild geblieben. Ha, gut, dass ich nichts eingekauft habe. Ha. Eines dabei müsst ihr sein, ich gebe euch für einen guten Dienst. Den und Welt. Buh, Holzschild, Kappe. Da hast du das gute Stück. Ach, was für Erinnerungen kommen doch auf. Na dann wollen wir nicht weiter stören. Leb wohl. Okay, was habe ich jetzt gewählt? Kappe. Ja, es ist beides irgendwie nicht so der Bringer jetzt, ne? Aber Wayne. Oh. Du, was bist du hier, Blender? Hüte deine Zunge, Radobot, oder ich werde dir die Ketzerei bis auf den Rachengrund ausbrennen. Die X-Jäger gehen also auch aufeinander los? Du scheinst endlich die richtige Gesellschaft gefunden zu haben, Bron. Nein, das ist scheiße, die Stimme. Du scheinst endlich die richtige Gesellschaft gefunden zu haben, Bron. Aber dass du dich in einem Hochstapel unterwirfst, wunder mich nicht, Sohn des Raben. Nenne mir diesen Namen nicht. Meinst du etwa, deine Familie würde von der Schande reingewaschen, wenn du mich zum Schweigen zwingst? Rabensohn. Preise die Regeln des Ordens, die uns Paladin Gewalt gegeneinander streng untersagen, Giftspeier. Ach komm, der Bursche scheint mir kaum einen Haufen Ärger wert. Du hast recht, gehen wir. Ha, Feigling kommt uns auch noch dazu, Rabensohn. Und uns, ich hatte es nur der Form halber gesagt. Jungchen, eigentlich hätte ich erwartet, du würdest ihm ordentlich den Arsch versohlen. Okay. Nanu, hatte ich plötzlich doch den Mut gepackt? Tragen wir es aus. Gibt's eine Schlägerei? Leider nicht. Gewalt ist nicht untereinander gesagt. Und die halten sich an ihre Regeln. Was machen sie stattdessen? Ich habe Gerüchte gehört. Gerüchte über ein bizarres Kräftemessen der Paladine. Es soll sonderbar und von beeindruckender Form sein. Das wird es was werden. Du nimmst die Herausforderung also endlich an, Brunnen? Darauf habe ich lange gewartet. Auf die traditionelle Weise, wenn du den Mut dazu hast. Spuck keine Töne, lass es den uralten Wettstein der Paladine beginnen. Stick, schnack. Oh Gott, Schnuck. Oh Gott. Schere. Nein. Verdammt. Papier umwege Stein. Haha, ja. Ja, Stein drüber Schere. Ich bin gut, ich bin so gut. Gleich nochmal, jawohl, ich bin. ich bin gut. Yeah. Verloren? Ich? Unmöglich. Dein Arm hat sich als der Schwächere erwiesen. So spricht doch kein Sieger! Das muss man kerniger formulieren! Du hast den Ehemaligen vom Feld gefegt! Bin ich eigentlich die Einzige, der auffällt, wie unglaublich dämlich dieser Wettkampf ist? Bei Talma, ist das ein richtiger Schuppenpanzer? Radobot entstammt einer nicht gerade armen Familie. Das ist, warum kann ich den nicht mitnehmen? Rassismus. Da kriegen wir so den Wallinger in Gänsehaut, so kalt ist das! Harre, dieses Wort enthält bereits alles, was sie überzeugte Party von einer angemessenen Lage statt zu erwarten erlauben. Ja, wie ist das Bett? Wir spielen drum. Wer verliert, muss es nehmen. Was tust du da? Du hast den Burschen besiegt. Jetzt blöden wir seine Absinnigkeiten. Nichts dergleichen. Ein Streiter des Güldenen stiehlt nicht. Erst recht nicht in seiner Feste. Manchmal frage ich mich, ob du eigentlich weißt, warum man überhaupt kämpft, Jungchen. Fensterböden, ein Armraumübersicht, erstreckte sich vor ihnen mehr als nur der Innenhof. Warte mal einen Moment, Junge. Da drin wollte ich nichts sagen. Aber nun, was hat dieser Radobot damit gemeint? Du wärst der Sohn des Raben. Dringe mir nicht in meinen Schatten ein. Was du meine Neugier abwehren wolltest, hast du genau den falschen Weg eingeschlagen. Also, was ist es, das ich über dich wissen sollte? Der Rabe. Yeah. Habt ihr das auch gespürt? Was war das für ein lustiger Hauch?
Du wolltest uns etwas über den Raben erzählen, Bronn. Da ist nichts. Es ist ein Scherz, sonst nichts. Ja, so viel zu dem Gerücht. Paladin könnten nicht lügen. Ja, voll gelogen, ey. Hauen wir zusammen. Hier sind die Räumlichkeiten der ehrenwerten Paladin des Ordens. Natürlich sind sie das. Mein Zimmer ist doch gleich hier zu ihrer Rechten. Ach ja, wo bin ich denn heute wieder mit meinen Gedanken? Ja, meine nackten Frauen. Meister... falsche Stimme. Meister Gerwald finden wir unten im Innenhof. Seine Kammer ist zu lange verschlossen. Das lässt sich ändern. Kein Diebstahl in der Feste. Ach, Spielverderber. Wie war ich denn los? Kann er nicht außersehen über die Brüstung fallen und sterben? Meine Kammer. Geht sorgsam mit den Dingen um. Kalt, kack, abweisend. Passt zu dir. Wär's mal mit Licht oder so. Ein sorgsam aufgeräumter Mülleimer. Ah, Licht. Nichts zu erkennen. Reicht dir selbst das Kerzenlicht nicht aus? Nein, das ist nicht der Grund, nicht wahr, meine Liebe? Ach, sei still. Was tuschelt ihr da? Hast du schon einmal eine Hexe mit einer Ladung Schriftrollen gesehen, Gisolf? Du kannst nicht lesen? Pah, lesen! Sollen sie doch die Zauberer plagen, die Welt in Buchstaben zu pressen. Die Wahrgabe ist ja gründlich nur die, die sich auf die Kunst versteht, der Natur zu lauschen. Hua, du kannst nicht lesen! Liest du etwas vor, Hexe? Dein Kram beim Regal ist das beste Argument gegen das Lesen überhaupt. Kram? 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 Was ist das? Fülle mein Herz mit Argwohn gegen die Verworfenen, leuchtende Herr der Ordnung und des Rechts. Finger weg von der Truhe, in der Feste des Güldenen wird dich gestohlen. Du wirst doch noch deine eigene Truhe öffnen dürfen, Junge! Ach ja, einmal Lebenswasser, eine Kappe, ein Wams. Nö, ich denke nicht, dass ich schlafen muss, nö. Brrr, das ist eiskalt, brrr. Das Ende des Himmelwolfes. Aber noch war die Schlacht nicht zu Ende, denn noch im Fallen entriss sich der Kehle des Krallengezackten ein schauerliches Heulen und heraus formte sich das Untier. Ein grässlicher Kiefer klaffte, schwarze Zotteln wehten an kräftigen Flanken und in Augenschlitzen brannte der Blutdurst, als der letzte Schrei des Gestürzten zum Himmelswolf gerann. Doch die Wut des Kampfes loderte noch heiß in den Göttern. Aus Arnors Hass formte dann Voin das Schwert Grimzahn und der Güldene selbst schwang es mit unerbittlicher Strenge gegen die Bestie. Da barst das Haupt des Wolfes und ein Strom von Blut ergoss sich. Wo einst Leere herrschte, schwappte nun der Ozean und Naffer selbst stillte seinen Durst darin. Der schlaffe Leib des wolfischen Ungetüms sank hernieder in die Fluten. Doch so riesig war er, dass er das Meer weithin überragte. Gebein wurde zu Land, Fell zu Wald und Klauen zu scharfen Klippen. Die Entstehung Wolfenhains. Und wahrlich, herrlich war der Anteil des Güldenen. Übertreib nicht! Selbst in einer Schrift mag es nicht, die Wahrheit gänzlich zu verdrehen. Die Götter haben die Welt erschaffen. Du hast es doch selbst vorgelesen. Ahm dir, kleine Gelehrte, dieses Pude nach? Davon kriege ich Schädelbrumm. Kann ich die Katze auch wieder ausmachen? Jawohl. In dem Schummerlicht ist nichts zu erkennen. Okay. Ah, okay. Die Viecher. Die meisten Kämpfer spezialisieren sich auf eine Waffe, aber wer zu den wenigen zählt, die mehrere beherrschen, kann ein herausragender Mann werden. Man kann auch herausragen, indem man einfach größer ist als alle anderen. Welcher ein toller Witz. Thomas, hübsch nicht, aber es ist auch ungeheuer praktisch, denn die Kugel bietet sowohl Rundumsicht als auch Schutz gegen Pfeilhagel. Beeindruckend! Es zeugt von Besonnenheit, dem Schutz auch Schönheit einzuflößen! Man sagt, der Bauer war ein kaltblütiger Mann. Oh ja, Echse halten. Was ist das nur, das aus dem Land hervorbricht? Ob der Gestürzte dahinter steckt, der sich immer noch fauchend in seinen Fesseln windet? Ja, sicher doch. Was auch immer du sagst, wird schon recht. Mit einem tüchtigen Schwert lässt sich jeder fleischige Gegner bezwingen. Mit einer Axt war auch, aber die ist wenig elegant. Ich werde dir gleich ganz unelegant deinen vorlauten Mund stopfen. Stehst im Weg, geh mal weg hier. Runterspringen? Nein.
Spray und in Tod. Was erzählst du mir Langweiliges? Wenn man im Kampf um sich bewahrt, kann man die einzelnen Gegner betrachten, ob sie gegebenenfalls von einem schlechten Zustand befallen sind. Hältst du mich einfach für einen Grünschabel, Junge? Du meine Güte, Verzeihung. Ich hab keine Ahnung. Ich war mit Meister Gerwald unterwegs. Ohne seine Künste wären wir ein Opfer derer geworden, die von den hervorbrechenden Dornen angelockt wurden. Kann er nochmal rein? Yeah. Die schwingen da unten. Die schwingen da unten immer noch ihre Kelche. Oder was auch immer das ist. Ah ja, kann ich. Erstmal speichern, neue Sätze. Ich hätte nicht übel Lust, eine kleine quakende Überraschung hineinzugeben. Wurde mir eigentlich verboten, wegen einer kleine Ecke von dir anzuzünden zu dürfen? Du duftest wirklich toll. Ja, das kennen wir schon.